keine Flagge, kein Übungsbetrieb. Ja, wir sind auch hier am Samstag. Der Hund ist übrigens an der Leine, wie man unschwer erkennen kann. Nicht, dass ich mir noch irgendwelche Vorwürfe anhören muss hier. Ja, und mit den vorangegangenen Eindrücken heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Joscha und Dexter auf Tour Video. Und zwar werden wir uns heute den, ich dachte, ehemaligen Standortübungsplatz Brander Wald. Ich wusste gar nicht, dass die Bundeswehr hier noch aktiv tätig ist. Ich war ganz überrascht. Aber das soll uns ja, wie gesagt, nicht davon abschrecken. Wir dürfen uns ja hier frei bewegen. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe da hinten geparkt, aus der Richtung kommen wir. Und in diese Richtung, da müsste sich die ehemalige Standortschießanlage 314-1 befinden. Sofern das richtig bezeichnet ist, könnte sich hierbei auch um eine Fehlbezeichnung handeln, beziehungsweise die Datenbank im Internet könnte hier auch eine Fehlleistung vollbracht haben. Soll uns jetzt hier nicht weiter stören. Ich werde dem Ganzen nochmal auf den Grund gehen. Wir gehen jetzt erstmal da vorne hin und schauen uns mal an, was wir von dieser Schießbahn noch sehen können. Tja, Leute, alleine dafür, für diese Eindrücke, hat es sich schon gelohnt, hierher zu kommen. Mir war gar nicht bewusst, dass wir hier so eine Art der Schießbahn haben. Das habe ich auch noch nie so gesehen. Das sieht für mich so alt aus. Das könnte hier alles noch von der Wehrmacht sein, Wehrmachtsstruktur. Wir haben hier eine relativ kurze Schießbahn. Da vorne ist dann schon das Ende. Ja, von der Länge. Das sind nicht mal 100 Meter, schwer zu sagen, 70, 80 Meter vielleicht. Und man sieht ja hier sehr schön anhand dieses Betonsturzes, dass da oben jede Menge Beschussspuren vorhanden sind. Ich muss zu dem Platz hier noch mal ein bisschen was recherchieren. Ich blende euch das auf jeden Fall dann unten ein. So, das ist natürlich hier letzten Endes der Kugelfang gewesen. Das hat man dann umgebaut, irgendwie zu einer Lagerhalle oder sowas. Und wir haben das hier in zwei Reihen stehen. Das heißt, das hier ist die erste Reihe. Die sieht man auch von der Straße vom Vorbeifahren. Und ich filme euch jetzt gleich nochmal eben die dahinterliegende zweite Reihe. So, bevor wir zur zweiten Reihe gehen, haben wir hier auch noch irgendein Haus, dessen Baujahr ich natürlich auch nicht definieren kann. Aber aufgrund dieser Decke, die da oben eingezogen ist, gehe ich davon aus, dass wir hier ein sehr viel späteres Baujahr haben. Ich möchte mich da aber nicht für verbürgen, aber es wirkt auf jeden Fall so. So, das ist die Rückseite der ersten Anlage. Hier haben wir noch entsprechende Wie heißt das denn? Es ist manchmal unfassbar, wie offen. Was ist das? Ja, ist egal, was es ist. Also, ist nicht zu glauben. Ich komme nicht auf den Namen, ne? Es ist nicht gepflastert, es ist asphaltiert. Meine Herren. So, das hier scheint Wildschwein oder irgendwas zu sein. So, und jetzt gehen wir mal hier hin. Diese Teile hat man nicht umgebaut. Das gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Dort war gar nicht geplant, dass ich hier so lange an diesen Teilen rumfilme. Also, und wie gesagt, habe ich jetzt so mal eben entdeckt. Wusste nicht, dass es das hier überhaupt gibt. So, hier sieht man auch wieder ganz krass, wie die Geschosswirkung da oben an den Betonsturz genagt hat. Ich nehme an, dass man hier vielleicht auch komplett das alles in Holz abgedeckt hatte, eben um Abpraller zu verhindern. Und so sieht das jetzt von innen aus. Also, das ist ja hier hochinteressant. Ja, alles freigeräumt und hier hinten sieht man auch ganz stark, wie enorm da diese Geschosswirkung an den verbauten Backsteinen gewirkt hat. Das ist eine richtige Kraterlandschaft hier. Hier unten lag wahrscheinlich Sand vor, nehme ich jetzt einfach mal an.
Und hier oben ist man dann, wurde der Sand wahrscheinlich immer dünner und dann hat man da entsprechende Trefferwirkungen drauf erzielen können. Ja, das ist allerdings auch alles ein bisschen Mutmaßung. Ich weiß nicht, wie es gebaut war, aber ich nehme das mal so an. Ja, wir gehen jetzt hier auf jeden Fall weg und bewegen uns mal noch um dieses eine Gebäude drumherum und dann gehen wir mal auf die Schießbahn. Ja, hier hat man den Klinker nochmal verklinkert, in Anführungsstrichen. Was das soll, man weiß es nicht. Jetzt gehen wir uns hier dieses Objekt nochmal eben von der Seite anschauen. Ja, irgendwie wird das mal ein Zugang irgendwo gewesen sein oder was. Naja, und dann gehen wir hier mal weiter auf die Schießbahn. Ja, jetzt sind wir hier bei der Schießbahn für die Langwaffen. Und ich muss sagen, von der Struktur her, das ist hier auf keinen Fall die handelsübliche Standard-Schießanlage der Bundeswehr. Ich muss schon bald davon ausgehen, dass wir hier auch noch Schießbahn der Wehrmacht haben. Das macht auf jeden Fall auf mich so den Eindruck, dass diese Struktur, wie gesagt, die kenne ich nicht von der normalen Bundeswehr her. Hier haben wir drei Schießbahnen nebeneinander liegen. Sehr interessant. Hier haben wir auch irgendwie so, da ist so ein Loch, hier ist so ein Loch. Hier haben wir das auch nochmal. Und auf dieser Seite ist das ebenfalls zu finden. Ja. Ich kann euch da wirklich jetzt gerade nichts weiter zu sagen. Ich hoffe, dass ich das, wenn ihr das Video seht, alles geklärt habe. Denn es ist mir natürlich auch ein Anliegen, hier nicht irgendwas zu erzählen, irgendwelche Mutmaßungen von mir zu geben, sondern das Ganze vernünftig einordnen zu können. Wir gehen mal eben hier rüber. Hier ist ein Loch in dem Wall und schauen uns mal eben die andere Schießbahn an. Ja, das erinnert mich hier von der Breite der Schießbahnen an das Luftbild, welches ich in Hameln gemacht habe. Das Video habt ihr aber noch nicht gesehen, weil ich noch nicht weiß, ob und wann ich das veröffentlichen kann. Aber das wollte ich nur mal eben angebracht haben. Das ist hier also sehr viel schmaler als die normale Schießbahn. Und das müsste hier, war es dafür, als müsste das hier Wehrmacht sein. Guckt euch das an. Also das ist ja schon total interessant. Und wir haben hier in der Mitte auch noch irgendwie so eine Art Aufbau. Also irgendwas hat man da. Ne? Irgendeine Art Fundament haben wir hier, war auf der anderen Seite auch gerade. Jetzt gehen wir hier nochmal eben kurz durch. Was die hier noch haben. Da ist, glaube ich, nichts. Das ist einfach nur so eine räumliche Trennung. Und dann geht das hier vorne nochmal weiter. Und hier haben wir noch eine Schießbahn. Ja, das ist ja interessant. Das ist ja weitaus größer auch, als das bei Google Maps vermuten lässt. Wollen wir mal schauen, ob wir hier aus dem Bereich auch noch eine historische Luftaufnahme, ein Luftbild bekommen können. Denn das wäre natürlich sehr zielführend. So, hier haben wir dann noch eine Schießbahn. Also, so wie ich das sehe, sind hier, so richtig gezählt habe, 5 dieser Langschießbahnen. Tja, da bin ich mir schon gar nicht sicher, ob die Bundeswehr das hier in irgendeiner Weise weiter genutzt hat. So, das macht mir schon eher irgendwie nicht den Eindruck, als wenn man das hier mal irgendwo, auch am Anfang, das war zwar ein bisschen aufgeräumter alles, ob das genutzt wurde. Ja, übersteigt jetzt gerade mein Horizont. Das sind jetzt die letzten Aufnahmen von der Schießbahn. Wir gehen dann da vorne zurück oder weiter auf den Standortübungsplatz. Ja, hier gab es auf jeden Fall laut dieser Internetdatenbank gab es hier eine Schießanlage zur Fliegerabwehr der Bundeswehr. Die wird man auch nicht mehr finden. Die hat aber die gleiche Bezeichnung. Die wird auch unter 314-1 geführt. Die eigentliche Schießbahn, Standortschießanlage, soll auch woanders gewesen sein. Da habe ich geguckt, da habe ich nichts gesehen.
Das ist jetzt eine gute Idee, da gucke ich nochmal mit Google Earth, gucke ich da nochmal, weil da kann man ja auch nach hinten datieren, die Zeit. Vielleicht sehe ich in dem Bereich dann die Standortschießanlage und kann da auch zu der Lösung dieses in Anführungsstrichen Problems beitragen. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Weg zu den, das kann ich euch auch sagen, zu diesen allseits bekannten Panzerwracks. Wir haben hier vier Hartziele auf dem Übungsplatz noch stehen. Kennt auch wahrscheinlich eigentlich jeder. Aber nichtsdestotrotz, ich bin hier in der Gegend heute und da habe ich mir gesagt, das Ding, das nimmst du jetzt endlich mal mit. Und ich muss sagen, gerade auch schon, wenn man mal die Eindrücke betrachtet, die wir da gerade schon gewinnen konnten und die Informationen, da hat sich jetzt schon total gelohnt hier. Richtig geil. Ja, jetzt gehen wir auf jeden Fall hier weiter runter. Ja, Doggo ist immer noch on the Leine hier. Bleibt er auch. Und da hinten müssen wir, glaube ich, nach links. Und dann kommen wir schon zu den ersten Panzerwracks. So, wir kommen von da unten. Wir gehen hier hoch. Und wow, da haben wir schon einen richtig geilen Eindruck. Da haben wir das erste Gerät nämlich hier stehen. Achso, ich habe übrigens gerade den Hund von alleine abgemacht. Ich kann euch das auch ganz einfach begründen. Das war jetzt gerade die dritte Situation, die ich hier hatte, wo freilaufende Hunde auf ihn zugelaufen sind. Und es scheint so zu sein, dass das hier irgendwie auch gang und gäbe ist, dass man hier so mit seinen Hunden läuft. Davon abgesehen gibt es immer Probleme, wenn man oder wenn der Dexter an der Leine ist, die anderen Hunde freilaufen. Das, ja, ich habe jetzt keine Lust hier auf Risiko einzugehen, ne? Dass ich aufgrund des Fehlverhaltens anderer Leute hier noch irgendwie Ärger habe mit meinem Hund, ja, daraus resultierender Stress und so weiter. So, egal, genug geredet, wir haben hier das erste Panzerwrack. Ich werde euch genau schreiben, was das hier ist. Ich habe nämlich davon überhaupt gar keine Ahnung. Ich bin, was Panzer und Technik anbelangt, bin ich einfach nicht so interessiert. Es ist ein bisschen windig. Wir sind aber gleich wieder im Wald, da sollte weniger Wind sein. Hier stehen zwar Bezeichnungen dran, ach, hier haben wir sogar drei Stück haben wir hier sogar stehen. Das war mir nicht bekannt. Ich dachte, hier stünden zwei. Aha, okay. Denn an den dritten habe ich nämlich schon gesehen. Der befindet sich da hinten, circa 30. Ja, wie gesagt, wir füllen da einmal drüber her. Ich habe da einen kompetenten Ansprechpartner, den ich da mal eben noch zu befragen kann, dann packe ich euch hier noch ein paar technische Daten zu den Dingern in die gelbe Schrift rein. Die Sache ist folgende, was ich eigentlich sagen wollte. Im Internet steht halt auch oft viele Bezeichnungen, die nicht richtig sind. Und deswegen übernehme ich das jetzt so nicht. Könnte sein und so weiter. Da werde ich mich dann wirklich vernünftig informieren, dass ihr da auch nicht irgendeinen Quatsch zu hören bekommt. So, das war Nummer 2. Jetzt gehen wir hier One Take zur Nummer 3. Das ist ja auch klasse, wie der hier mitten im Wald so drapiert ist. Wir haben hier auf jeden Fall auch jede Menge Stellungen und Schützenlöcher, die hier gegraben wurden. Wenn meine Information richtig ist, wurde dieser Übungsplatz auch von den Belgiern damals genutzt. Jetzt heute nicht mehr, aber naja, die Bundeswehr scheint ja, wie gesagt, immer noch hier zu üben. Wow, tolle Eindrücke, finde ich. Richtig klasse, den hat man hier so richtig in so eine richtige Stellung, sag ich mal, versenkt. Man da vorne hätte man wahrscheinlich dann rauswirken können. Klasse. Wenn man einmal hier so drauf gehen, dass ich auch mal ein bisschen was von dem Innenleben hier zeigen kann, wie das hier drinnen noch so aussieht. Ja, ich bin natürlich nicht der Erste, der hier ist, ne? Pass mal auf, da füllen wir auch mal eben rein, ganz bequem. So. So. So sieht's da aus. Und hier hat man irgendwas drüber hergelegt, angeschweißt, glaube ich auch. Ja, ist auf jeden Fall versiegelt, dass man nicht reinkommt. Hier filme ich euch auch noch mal eben kurz den Innenraum. Ja, ich sehe da auf jeden Fall auch jede Menge Müll drin. Hier von der Seite kann man auch noch mal rein.
So schaut's aus. Gut, dann halten wir fest, wir haben jetzt 3 der 4 Panzerwracks gefunden. Ja, wie gesagt, da bin ich jetzt mal gespannt. Da hinten müssten eigentlich noch 2 weitere stehen. Und in dem Bereich werden wir jetzt auch verlegen. So, Aufnahme. Daher kommen wir. Da vorne steht der Panzer oder die Panzer. Und jetzt habe ich hier doch noch tatsächlich Betonüberreste entdeckt. Das schauen wir uns jetzt mal eben ein bisschen genauer an. Hier haben wir auf jeden Fall 2 so Sockel. Hier haben wir in irgendeiner Weise so einen Bolzen. Also da war aller Wahrscheinlichkeit nach mal was aufgesetzt. Und wir haben hier vorne dann eine Betonplatte. Und wir haben hier vorne auch eine Betonplatte. Und jetzt pass auf, ich jetzt gerade erst gesehen, warten Sie. Wir haben hier auch noch mal eine Betonplatte. So, das Ganze geht dann hier vorne so raus. Und nach meinem Dafürhalten haben wir es hier mit dieser Fliegerabwehranlage zu tun, die hier aller Wahrscheinlichkeit mal gestanden hat. Ob wir da noch was von sehen werden, wir schauen einfach mal eben, ob man noch was sehen kann. Hier links haben wir auf jeden Fall auch noch was. Das ist noch mal wieder eine andere Struktur. Da bin ich ja auch ganz gespannt, was wir da haben. Das sieht aus wie eine kleine Stellung. Und dann haben wir da auch verschiedene, ja, irgendwie verschiedene Teile halt. Mein Gott. Ja, ich kann es nicht, ich finde die Worte dafür nicht, weil ich das einfach nicht kenne. Ich glaube, es ist sehr windig. Das ist auch eine schöne Sache. Wir gehen hier noch mal so ein ganz bisschen rein und dann widmen wir uns der anderen Struktur. Dann wollen wir hier mal eben auf die Struktur eingehen. Wir haben hier einen Schießbahnbegrenzer, da hinten haben wir einen zweiten Schießbahnbegrenzer. Dann haben wir hier vorne den Zielaufbau, anders kann ich mir es nicht vorstellen. Wir haben hinten links noch einen und dort ebenfalls noch einen Schießbahnbegrenzer. Das heißt, hier befindet sich eine kleine Stellung, die Eingrenzungen links wie rechts und hier in der Mitte eben, wie gesagt, angesprochen, das ist der Zielaufbau. Ja, was genau man jetzt hier geschossen hat, das vermag ich nicht zu sagen. Der eine oder andere wird das bestimmt wissen und ich bin sehr gespannt, was uns da an Informationen erwarten wird. Ich nehme an, weil da immer diese Querbalken sind, dass man da oben letzten Endes durchwirken musste oder dass da das Ziel aufgehangen war. Ja, und das geht dann von ganz unten ebenso etappenweise bis da nach oben hin. Total interessant, coole Struktur. Schön, dass ich das auch gefunden habe hier. Das ist auch total schön. Ja, und jetzt gehen wir da vorne weiter in der Hoffnung, dass wir da diesen nächsten Panzer finden werden. Merry Christmas! Jetzt habe ich hier doch tatsächlich noch irgendeine weitere Betonstruktur gefunden. Das muss eigentlich auch alles so aus Wehrmachtszeiten noch sein. Hier haben wir auch noch große Eisenverbinder, die da rausgucken. Tja, das ist irgendwie so brückenförmig angelegt. Und hier das gleiche Spiel auch nochmal. Hier unten ist auch so eine Öffnung drin. Interessant. Wirklich interessant, was man hier alles noch für Sachen sehen kann. Dahinter, ja, kann ich nicht definieren, ist auch irgendwie noch so eine Öffnung, irgendwie so ein Loch. Interessant, wirklich gut. Wir gehen jetzt hier vorne dieser Allee folgend lang und da hinten soll dann auch das nächste Panzerwrack sein. Tja, jetzt guckt euch das mal an hier. Da hinten haben wir was. Das gucken wir uns gleich mal an. Da bin ich sehr gespannt. Und hier vorne haben wir noch einen weiteren dieser Panzer stehen. Filme ich euch gleich, denn wir gehen jetzt erst da vorne rein. Komm mal hier! Komm mal hier! Pass auf, was das jetzt wird hier. Da bin ich ja sehr gespannt. So, auf geht's!
Da haben wir hier diese Kanalrohre auf die Straße gelegt. Da kann man jetzt natürlich verschiedene Dinge mit üben. Zum einen kann es gut möglich sein, dass man hier drüber hergefahren ist, weil man das vielleicht als so eine kleine, für die Ausbildung, für die Kfz-Ausbildung genutzt hat. Zum anderen ist es natürlich möglich, dass man hier auch das Unterkriechen von Brücken geübt hat, beziehungsweise von einfach Unterführungen, dass man hier durchgegangen ist. Ist durchaus denkbar, von der Größe her macht das Sinn. Wofür das jetzt primär genutzt wurde, kann ich nicht sagen, aber auf jeden Fall richtig coole Eindrücke. Schön, dass wir so ein Teil hier haben. Aber da hinten verliert sich die befestigte Wegstrecke, da hinten wird es dann unbefestigt. Und jetzt gehen wir jetzt erstmal wieder zurück zu dem Panzer. Et voilà, wir sind da. Aber hier filme ich immer eben einmal kurz grob drumherum, ne, dass wir das einmal mal eben gesehen haben. So, da oben wird das Rohr abgesägt, bei den anderen ebenfalls. Dadurch ist schon gewährleistet. Ganz toll. Dadurch ist schon gewährleistet, dass der Panzerkampfwagen demilitarisiert ist und dass da nichts mehr draus entstehen kann. So, naja, das ist hier ein einziges Wrack. Gucken wir noch mal eben hier hinten rein. Da sieht man noch so ein bisschen Technik. Ja. Gut, und somit haben wir 4 Panzerwracks oder 4 Hartziele gefunden. Hier ist aber noch, Kameraequipment mitnehmen, hier ist aber noch etwas weiteres versteckt. Und dem werden wir jetzt auch noch auf den Grund gehen. Also dranbleiben. Es lohnt sich. Bis gleich. Ja, hier vorne ging es gerade ordentlich runter. Hier haben wir eine Flussüberquerung. Hier unten fließt die Inde. Immer einen Blick drauf werfen. So sieht das Ganze hier aus. Alles schön auch hier in Beton eingefasst, wie man es eben gerne hat. Ja, da ist so ein bisschen hügelig da vorne. Da oben dieser Berg, das wird aktuell auch wohl als Fahrschulgelände genutzt. Und ja, jetzt gehen wir hier mal weiter. Da vorne sehe ich noch eine Brücke. Ob wir da jetzt drüber her müssen, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber ich sehe da im Hintergrund schon was. Junge, Junge, Junge. Und hier haben wir auch noch Höckerlinie. Gibt es an einem anderen Ort dieses Platzes auch noch. Das liegt aber ein Stückchen weiter außerhalb. Da muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich jetzt nicht mehr die Muße zu hinzulaufen. Muss man auch, glaube ich, über das Gelände eines Bauernhofs hingehen. Und das ist ja auch mal so eine Sache, ob die das dann wollen, ob das nicht deren Land ist und so. Dann, ne, kriegt man vielleicht mal wieder die ein oder andere komische Frage gestellt. So, dann schauen wir uns das gleich mal eben an. Ich werde aber zunächst einmal noch einen Blick auf die Karte werfen. So, da vorne sind die nächsten mit Hund. Da vorne war auch schon einer. Aha, wir müssen da oben rechts, wir müssen da gleich rechts rum. Gut, deshalb, ich filme euch mal eben hier diese Brücke ab, dieses Konstrukt. Das sieht auch richtig geil aus, sehr, sehr spannend. Spannend ist hier auch der Wind, der das Ganze begleitet. Ach, guck mal hier. Mann, ey, wie geil ist das denn wohl bitte? Es sieht einfach großartig aus. Beton in Form, sage ich dazu. Und hier vorne haben wir dann auch noch mal eine Röhre, ne, bei der man dann auch wieder das Unterqueren von Brücken üben kann. Spitzenmäßig. Richtig, richtig cool. Schöner Platz hier. So, da vorne geht's hoch. Da gehen wir aber nicht hin. Der Dexter will da zwar hin. Aber der kann da jetzt nicht hin. Oh, mega cool. Ich bin sehr, sehr erfreut. Das hier ist
Brückenromantik der allerschärfsten Art. So. Und jetzt gucken wir uns hier nochmal die Höckerlinie an. Die Drachenzähne. Hier betitelt als sogenannte Siegfriedlinie. Fantastisch. In der Mitte auch diese Betonstruktur, diese Verbinder, ne, damit das auch alles an Ort und Stelle bleibt und dadurch auch noch stabilisiert wird. Mega, sehr, sehr cool. Tolles Relikt, was wir hier auch noch wieder gefunden haben. Eben schauen, was hier noch steht. Ne, hier steht nur was vom naturkundlichen Lehrpfad über irgendwelche Flechten. Das ist auch in Ordnung. Interessiert uns jetzt nicht sonderlich. Gucken wir mal hier noch. Da ist richtig ein Baum. Ja, das ist natürlich auch sehr interessant, wie der Baum da drüber hergewachsen ist. Verrückt. So sieht's aus. Gut, das waren jetzt hier die Eindrücke, die ich hier noch von der Siegfriedlinie für euch aufnehmen konnte. Wir bewegen uns in diese Richtung und sehen uns beim nächsten Objekt. Das ist geil. Ich hatte das gar nicht so in der direkten Nähe verortet, aber hier haben wir das fünfte Hartziel, was hier steht, hinter einer Mauer stehend. Wir sehen hier auch, ich denke, man kann es erkennen, links wieder Schießbahnbegrenzer, rechts haben wir die ebenfalls und hier vorne haben wir noch mal so ein kleines Panzerwrack, das gucken wir uns mal eben an. Das ist irgendwie, das kann ich sagen, irgend so ein Hotchkiss oder sowas. Das steht auch in ähnlicher Form, steht das auf jeden Fall auch in Aalen auf dem Truppenübungsplatz. Aber wie gesagt, mein Experte, den ich dazu berufen kann, der wird mir das dann auch genauer erklären können. Tja, da sind wir schon am Objekt der Begierde. Richtig cool. Dass ich euch dieses Kleinod hier auch noch mal eben abfilmen kann. Fantastisch. Überhaupt eine ganz schöne Szenerie hier. Das ist ja auf jeden Fall Standort-Übungsplatz Romantik par excellence. Hier haben wir noch so einen kleinen Wall aufgeschüttet, der ja, aller Wahrscheinlichkeit nach irgendwelche Geschosse vielleicht noch ablenken soll oder auffangen soll, die dann letzten Endes aus dieser Richtung da auf das Ziel gewirkt haben. Daher auch diese Mauer, nehme ich an, dass sie da, ne, dass das Ding eben davor steht, so dass wir da, wenn die Geschosse hier vorbei fliegen, dann entsprechend sich da an der Mauer sammeln. Wobei es mich, beziehungsweise ich auch hier nicht weiß, mit was man hier mal drauf geschossen hat. Hier liegt jede Menge von so einem blauen Zeug rum. Das ist eigentlich immer für Übmunition. Aber in Rot gibt es das hier auch. Keine Ahnung. Es ist da. Vielleicht kriege ich da auch noch eine Erklärung für. Das sind ja immer Sachen, die mich auch echt interessieren. Yeah, sehr cool. Schöne letzte Eindrücke hier noch von diesem Panzer. Wir gehen jetzt nochmal weiter. Das heißt, wir gehen zurück eigentlich zum Kfz. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Ich weiß, in der Richtung da hinten, da befindet sich auch noch ein gesprengter Bunker. Aber ich glaube, den klemmen wir uns hier heute einfach. Stattdessen werden wir hier in dem Nahbereich noch mal schauen, ob es irgendwas zu sehen gibt. Hier vorne sehe ich auch noch, hier geht auch die Siegfriedlinie noch weiter. Also wirklich schön hier. Bis gleich. So, jetzt pass mal auf. Jetzt gehen wir hier diesen schmalen Pfad lang. Besser kommen. Jetzt haben wir hier noch auch noch richtig tolle Struktur. Boah, echt wirklich toll hier. Wirklich toll hier.
Hierzu gab es, glaube ich, auch noch eine Information, was das war. Das werde ich euch auf jeden Fall noch mitteilen. Wir gucken uns das hier mal erstmal an, diese T-Träger oder wie auch immer sie heißen. Das ist auch von, guckt an hier, das ist alles, gehört alles zu der Siegfried-Linie. Hatte irgendeine technische Bewandtnis. Hier ist auch so ein, hier ist auch so ein Bett, so ein Kanalbett. Ob hier auch mal der Fluss lang floss. Oh, ich muss mal eben gucken, da kommt noch ein anderer Hund. So. Jetzt gehen wir hier mal weiter. Boah, mega cool. Ja, ich werde eine Erklärung zu diesem Ding hier finden. Ich hatte das, glaube ich, auf der Kulatik-Seite war da, glaube ich, was drauf. Ja, kriegen wir auf jeden Fall noch Informationen zu. Wir gehen jetzt erstmal hier weiter. Das ist wirklich richtig cool hier. Hier haben wir eine irgendwie mal, ja, nicht mehr intakte Brücke. Die wurde irgendwann mal abgerissen. Wobei ich mich jetzt mittlerweile auch schon frage, was sind das hier für Brückenstrukturen? Sind die noch aus der, sind die auch noch aus der Wehrmachtszeit? Ich würde schon bald sagen, dass das so ist. Und da hinten diese Geschichte, wo ich sagte, Bundeswehrübungsbrücke und so weiter, da werden die diese große Röhre, wird die Bundeswehr angelegt haben. Die Brücke selber wird wahrscheinlich dann auch noch authentisch Zweiter Weltkrieg sein. Wir kommen da vorne her, da vorne steht das Hartziel. Da vorne ist überall noch diese Höckerlinie. Und hier gehen wir jetzt auch noch mal eben schauen, denn hier vorne habe ich auch noch Betonstruktur gesehen. Und hier gibt es auch so eine kleine Brücke. So, dann habe ich hier noch mit jemandem gesprochen, der hier auch mit seinem Hund ging. Und er hat auch gesagt, ja, es ist eigentlich alles ganz entspannt. Der hatte den natürlich auch nicht an alleine. So, passt auf. Wir gucken hier. Also irgendwas stand da mal. Wir haben hier ein Betonbecken irgendeiner Art. Gehen hier weiter. Hier ist dieser Fluss. Also der wurde hier sicher mal irgendwann umgeleitet oder hier durchgeführt. Der befindet sich ja, da vorne ist ja das natürliche Flussbett und hier haben wir so einen Kanal, wo ich ja gerade auch schon drin stand. Da gehen wir jetzt drüber her und wir haben hier, das steht auch auf Google Maps drin, vom Technischen Hilfswerk eine Übungsanlage. Also wenn das jetzt nicht dran stehen würde, hätte ich auch wohl gesagt, das ist hier von der Bundeswehr eine Orts- und Häuserkampfanlage. Ne, eine kleine, aber es ist vom THW gemacht und die haben hier auch diese Röhren angelegt. Durch die man, boah, guck mal da kannst du komplett durch, bis nach hinten hin. Das ist ja auch total interessant. Da gehen wir mal eben auf die andere Seite und schauen uns mal an, was uns da noch erwartet. Ja, auch wurde mir gesagt, hier oben in dem Hügel seien noch jede Menge Stellungen, Schützengräben, auch aus der Wehrmachtszeit wohl. Da können wir uns jetzt nicht alles angucken, das ist zu viel. Aber wenigstens kann man hier noch mal eben einen Blick werfen auf dieses Gebäude. Richtig cool. Und hier kann man auch rein. Und das mag sein, dass da irgendwo noch ein Abzweig gibt. Weil hier hinten ungefähr, da war ja dieses Licht, was wir gerade noch im Video gesehen haben. Kommen wir jetzt nicht hin, ist auch ziemlich verwachsen. Wir gehen hier mal noch weiter. Hier ist auch noch irgendeine Metallstruktur erkennbar. Und ich muss gleich mal eben schauen auf Google Maps, inwiefern wir, wenn wir hier jetzt durchgehen, überhaupt noch wieder zum Kfz zurückkommen, sonst müssen wir nämlich hier gleich mal umdrehen. Also da hinten den Berg hoch, da gehen wir jetzt nicht mehr, da kommen wir nämlich komplett raus aus der Geschichte, wo ich hin wollte. Da oben liegt dann auch irgendwo dieser gesprengte Bunker. Wir müssen hier vorne, auch hier gehen wir mal hier durch. Guck mal, das ist doch ganz schön, ne? Schaut euch das an. Schöner Putt hier. Da gehen wir jetzt lang und dann sind wir quasi auch schon auf dem direkten Weg zurück zum Kfz und ich gehe davon aus, dass wir hier noch das eine oder andere auch finden werden. Hier haben wir schon auch wieder eine spannende Ide-Überquerung, also sehr, sehr cool. Warten Sie. Ja, so eine kleine Staustufe haben wir hier drin. Und ich denke, hier war dann der ehemalige Verlauf
Ja, gehe ich von aus. Hier ging das eigentlich so lang oder wurde da umgelegt. Naja. Auch schöne Eindrücke. Wunderbar. Dann gehen wir mal weiter. Bis gleich. Also wir kommen von da vorne und jetzt habe ich hier noch mal so einen richtig tiefen Geländeeinschnitt gesehen. Der ist hier vorne ziemlich hoch und ist auch ziemlich breit. Wir können hier weiter schauen, auf der anderen Seite ist das ebenfalls. Das kenne ich vom Hütgenwald her. Also es könnte sich hierbei um einen Panzersperrgraben handeln. Ich möchte das aber nicht. Ich möchte aber keine definitive Aussage dazu geben, aber es macht mir stark den Eindruck. Ja, ich glaube bald, dass sich das alles weitere hier zerschossen hat, im Sinne von, wir sind jetzt auf dem Rückweg. Der Übungsplatz ist auch nicht mehr hier, wo wir jetzt sind. Der befindet sich da hinter dem Wald. Wir sind also außerhalb des Übungsgeländes und wenn sich jetzt nicht noch irgendwelche mega Sachen auftun, wird es gleich noch eben eine Abmoderation geben und da sehen wir uns dann noch mal wieder. Ja, jetzt sind wir hier fertig mit der Begehung. Da vorne seht ihr, was ich euch vorhin schon gezeigt habe. Da haben wir doch tatsächlich noch zwei Relikte gefunden. Das ist ja, oh, was haben wir denn da? Ja, jetzt wird es verrückt. Guck mal hier. Also, vom Mojocke, wie man erkennen kann. Hier so ein Betonklotz. Und jetzt gehen wir hier mal rein. Das ist ja auch richtig spannend. Da liegen hier noch zwei Bahnschwellen und hier vorne haben wir auch noch ein Stück Gleis drauf. Das ist geil. Das ordne ich hier auch dem Bundeswehrübungsplatz klar und deutlich zu. Das wird hier, oh mein Gott, vielleicht war das hier so eine Art Platz, um Sprengen zu üben, also um irgendwie Ladungen anzubringen an entsprechender Infrastruktur. Das mag gut sein, aber solche Sachen kenne ich vom Sauwald auf jeden Fall. Und da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich meine in Emmerich bei der Auffahrt da. Bei Rees, da ist ja auch noch so ein kleines Gelände, das war auch ein Pionierübungsplatz. Ich meine, dass die da auch so ein bisschen Eisenbahnschiene auf diesem einen Gelände hatten. Mega cool, schön, dass ich das auch noch gefunden habe hier. Was das jetzt hier im Einzelnen noch darstellen soll, wie gesagt, kann ich nicht sagen, aber in irgendeiner Weise gehe ich davon aus, dass man hier Pioniertätigkeiten geübt hat. Und ja, damit, gucken, was da hinten noch ist, da läuft noch einer, gut, ist egal. Ja, damit verabschiede ich mich für heute. Ich hoffe, der Rundgang hat euch hier gefallen. Und ich hoffe auch, dass ich hier noch ordentlich Informationen nebenher zusammentragen konnte. Und ich wünsche euch alles Gute. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, Joscha und Dexter auf Tour. Gerne ein Abo, gerne ein Kommentar und ein Like. Immer gut für den Algorithmus. Macht's gut. Ciao, Kakao.